Ich grüße euch. Ja, und weiter geht's hier im Pixelpark. In der letzten Folge haben wir schon so einiges gebaut. Drei Fahrgeschäfte. Wir haben auch noch zum Ende der letzten Folge den Park eröffnet. Sieht erstmal ganz gut aus, oder? Die Warteschlangen. Ja, ich weiß noch nicht. Müssen da echt aufpassen. Es gibt hier echt... Was ist hier los? Den ist die Warteschlange zu lang hier anscheinend, ja. Die drehen alle wieder um. Warum drehen die alle wieder um? Wir gucken mal. Die Warteschlange ist gerade zu lang. Lieber nicht, okay. Es gibt keine weitere Aktion mehr. Wir wollen nach Hause. Also die Warteschlangen sind denen zu lang, ja. Obwohl hier sieht es irgendwie ein bisschen anders aus, ne? Okay, ja, die drehen alle um, ne? Zu viele Besucher, zu wenig Attraktion, würde ich erstmal sagen, ne? Okay. Oh, was passiert? Wir haben eine neue Parkstufe erreicht. Die Besucherkapazität wurde auf 800 erhöht. Also es passen jetzt maximal 800 rein. Und wir haben diese Laborerweiterung freigeschaltet. Ja, cool. Dann gehen wir doch auch mal direkt zu diesem Labor. Dann ist es nämlich so, dass wir hier links die unterschiedlichsten Sachen freischalten können. Wir können natürlich jetzt erstmal nur... Also wir haben hier aktuell eine Laborerweiterung freischaltbar. Ne? Wir können jetzt hier nur eine Sache aussuchen, sondern nicht alle. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken. So, hier gibt es allgemeine Attraktivität. Geldautomat, Eisshop, Zacko-Shop. Okay. Bubble Tea Shop, Eis, Robo, was ist das denn? Die Teenager fahren da voll drauf ab hier. Robo-Schlacht. Okay. Kostet 1100, die Instandhaltung 690. Wir müssen echt aufpassen auf diese ganzen Instandhaltungen. Wir haben ja den Schwierigkeit schon ein wenig hochgestellt, sodass wir die Kosten halt auch dementsprechend hoch sind. Ne? Wir können echt schnell pleite gehen, wenn wir hier nicht aufpassen. Was ist das hier? Erwachsene mögen das, okay. Ein Crash, okay. Ja, jetzt ist die Frage, was schalten wir frei hier, ne? Attraktion mit geringem Durchlauf. Enthält Attraktionen mit entweder wenigen Sitzen, einer langen Fahrtdauer oder beidem. Achso. Eine gute Wahl für einen Park, der noch nicht so viele Besucher hat. Das ist doch... was ist das denn hier? Ein Weltraumtraining. Okay. Für Anfänger. Enthält Shops und Extras, die den Besuchern helfen, all ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Okay. Enthält jedoch keine neuen Fahrgeschäfte, sodass du auf den Bau von Achterbahnen angewiesen bist, um deinen Park... okay. Ja. Also klar, hier gibt es nur das. Rampe. Oh weia. Achso, das ist so eine Rampe. Ihr seht das ja. Weil wenn wir hinterher anfangen, Achterbahn zu bauen, können wir so eine Rampe sogar bauen dann. Ja. Hier sehen wir keine Bilder, ne? Dazu irgendwie, wie die fahren. Ring of Fire. Cool. Auch cool. Enthält Fahrgeschäfte mit einer hohen Sternewertung in einer Kategorie Spaß. Enthält ein notwendiges Achterbahnmodul für Anfänger, die den Spaß... okay. Ha, ich kann mich echt nicht entscheiden hier. Riesenrad. Attraktion mit Fokus auf Rentabilität. Hohen Sternewertung, okay. Enthält außerdem ein notwendiges Achterbahn... Denkt daran, dass die Sternewertung nur auf den potenziellen Gewinn vorweist. Um tatsächlich rentabel zu sein, müssen die Attraktionen von ausreichend Besuchern benutzt werden. Haben wir ja erstmal gar nicht, ne? Dinge, die die Familien lieben. Okay, Dinge, die Teenager lieben. Erwachsene. Was ist das hier nochmal mit Begeisterung? Das haben wir auch noch nicht angeguckt. Colorado-Fahrt. Okay, Weltraumtraining. Bunte Ballons. Lift. Nee, oder? So eine Achterbahn ist ja cool. Mit so einem Lift. Alter Falter.
Module. Ja, okay, diese Module sind halt für Achterbahn, ne? Dann können wir hier so ein Drei-Wege-Gabel bauen. Eine Kanone ist ganz witzig. Was ist das? Wagenlift? Da wird nur ein Wagen nach oben gefahren, oder wie? Da kann man echt sehr kreativ sein halt mit den... Ah, okay. Mit den Achterbahnbauern. Ne? Thema Western, okay. Thema Zucker, Zauberland. Oh, weia, weia. Alien-Planet. Was ist denn das hier? Kostüm? Ein schickes, thematisch gestaltetes, was Animateur... Achso, für Animateure sind das hier. Klassische Attraktion. Dropdown. Kennt doch jeder, ne? Das ist dieser Turm, der nach oben fährt und dann urplötzlich einfach ja, diesen freien Fall hat. Ne? Riesenrad kennen wir natürlich. Wellenflieger, okay. Eine Laborerweiterung, die eine Auswahl beliebter klassischer Attraktionen enthält. Und hier, das mögen Erwachsene gerne. Boah, Teenager mögen dieses Riesenrad überhaupt nicht. Aber dafür mögen die diesen Drop-Zauber. Geil, oder? Das mögen Erwachsene, das mögen die Teenager, aber was mögen dann Familien? Familien mögen dann eher das Riesenrad. Also diese klassische Attraktion wäre auch erstmal gar nicht schlecht. Monster-Feature. Okay. Musikexpress. Fabelhaft. Oh, den Musikexpress. Das ist ja richtig cool. Aber ich würde erstmal sagen, allgemeine Attraktion. Das hier ist eine gute Wahl zum Ausbau eines kleinen Parks. Ich glaube, sowas hier brauchten wir eher, ne? Weil hier bekommen wir Geldautomaten, ja, das ist wichtig, falls Besucher das Bargeld ausgeht, können sie hier mehr Geld ausgeben. Eine günstige Maschine, an der häufig Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Ah, okay. Aber, ja, na gut. Taco-Shop und so, ne? Bubble-Tea-Shop. Familien mögen das eher alle weniger. Ah, okay, Eisshop. Roboschlacht. Nee, Leute, ich glaube, wir nehmen erstmal diese allgemeine Attraktivitäten hier. Das schalten wir uns frei. Da kriegen wir jetzt erstmal ein neues Zeug. Okay. So. Tja. Jetzt ist die Frage. Es sieht echt voll aus hier alles, ne? Wir brauchen auf jeden Fall. Wir gucken mal. Die Sauberkeitswertung ist bei 99%. Die Spaßwertung ist bei 72%. Warum machen wir hier? Wir machen gar nicht so viel Geld, ne? Wir müssen auf jeden Fall unser Park erweitern. Wir können ja mal hier auf die wichtigsten Meinungen von unseren Besuchern eingehen hier. Gucken mal die schlechten an. Wir sind früher nach Hause gegangen, weil es hier nicht genug interessante Attraktionen gibt. Das wurde dreimal gesagt. Wir konnten am Ende nicht eine Attraktion nutzen, weil... Ah, okay. Das ist schlecht, ne? Das Gute ist, Eintritt ist frei hier. Die meisten Produkte sind ein Schnäppchen. Ah, okay. Okay, das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus, ne? Die beschweren sich nicht, dass es nicht, dass ja nicht unbedingt dreckig ist und so weiter. Aber da sehe ich schon Müll, ne? Da seht ihr Müll. Wir müssen. Ich sehe gerade, wir könnten eventuell hier noch mehr Mülleimer verstecken, ne? Okay. Ne, dann fangen wir mal an. Also was ich befürchte ist... Wobei ja, seht ihr hier diese Schlange hier? Es gibt eine echte Riesenschlange hier. Wir müssen mal gucken, dass wir hier vielleicht noch einen weiteren Shop hin... Ich hoffe, dass der Platz hier reicht.
wir gucken nochmal. Wir pausieren mal kurz. So, jetzt haben wir nämlich bei Foodshops. Ne, eigentlich wollte ich kurz pausieren. So. Jetzt haben wir diesen Taco-Shop und diesen Eis-Shop noch dazu bekommen. Diesen kandierten Äpfelshop, den kennen wir ja schon. Dann hauen wir mal den Taco-Shop. Achso, passt er. Ja. Ah, okay. 300, wie viel haben wir denn? Ah, wir haben noch 5000. Normalerweise passt der eigentlich ganz gut hier hin, ne? So. Passt das denn noch? Ja, also das Karussell kann hier noch, kann noch fahren, ja? Das haut nicht das Dach hier oben, ne? Ne, das sieht gut aus. Oh, weia, brennt das hier? Ach, das sieht nur so aus. Okay. ja. Okay, wir lassen mal langsam weiterlaufen. Ich habe ja mal gesagt, dass wir das Ganze hier noch weiterhin verschönern. Das werden wir aber im Laufe des Spiels machen. Mir ist wichtig, dass wir so. Auf jeden Fall für Bänke sorgen und so weiter. Hier setze ich irgendwie keiner hin, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Fehlbau ist hier, aber hier will sich keiner hinsetzen. Die Warteschlange vom Softdrink-Shop. Eventuell bräuchten wir noch... Also anscheinend haben die alle Durst. Hier. Müssen wir irgendwie ändern. Wir hatten ja mal gesagt, dass wir so Verkaufsautomaten, ne? Hier ist ein kleiner Geldautomat, okay. Und hier gibt es ein kleiner Getränkeautomat. Ah, die nehmen immer so viel Platz hier weg, ne? Das war das Problem gewesen. Also das... Können wir das nicht hier hinten, weiter hinten bauen? So... Kleiner Geldautomat. Kann der nicht hier so daneben? Oh weia, die stellen sich alle an diesen Getränkeautomaten aus. Tatsächlich. Leute, Leute, Leute. Wir pausieren mal. Ich möchte auf jeden Fall hier noch einen Geldautomaten haben. Und hoffen, dass die mehr Geld hier lassen bei uns im Park. Ja. Obwohl das irgendwie nicht, gar nicht so cool aussieht mit der Straße da, ne? So. Mal gucken, aber auch... okay. Es gehen auf jeden Fall noch welche zu diesen Automaten, okay. Dann haben wir erstmal alles richtig gemacht. Verkaufsautomat. Kleiner Snackautomat vielleicht noch. Aber das sieht blöd aus hier. Nee, dann bauen wir hinterher noch woanders Automaten hin. Aber ich wollte eigentlich das hier entlasten hier. So. Was haben wir jetzt noch für Fahrgeschäfte? Das mögen die Teenager auf jeden Fall. Die Roboschlacht. Okay. Wo bauen wir diese Roboschlacht hin? Ah, okay, ist schon etwas größer, ne? Tja, es ist ein bescheidener Anfang, aber immerhin bewegen sich unsere Besucherzahlen in die richtige Richtung. In die andere Richtung wäre allerdings auch nicht mehr viel Spielraum. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das Ganze hier hinbauen sollen. Ja, vielleicht machen wir das.
Das Fahrgeschäft möchte ich allerdings... Ne, so möchte ich das eigentlich gar nicht haben. Der Bereich ist gesperrt. Wo kann man das denn hinbauen? Passt nicht hier neben, oder wie? Das finde ich ja... Nö, das finde ich ja nicht cool. Das können wir nur hier vorne hinbauen. Ach so, ich drehe das mal vielleicht. Wie ist das denn, wenn wir das so hinbauen? Geht ja auch nicht, ne? Wegen diesen Eingängen und Ausgängen, okay. Hier. Das mögen Erwachsene, das ist ein Crashlander. Was ist das denn? Das ist auf jeden Fall so ein kleines Ding, ne? Okay. Aber es wäre auch blöd, wenn wir das hier vorsetzen würden. Nee. So, jetzt haben wir hier ein Ding. Aber... So, wir werden das jetzt hier mal ausprobieren, mit diesen Warteschlangen ein bisschen anders zu meistern. So, der Eingang soll dahin, den werden wir mal kurz halten. Oder mit einem kleinen Bogen zumindest irgendwie. Nee. Es geht gar nicht anders hier, oder wie? Ich glaube, wir sollten das hier mal ein bisschen verlängern. Tja, hier müssen wir schon... Wir verlängern das erstmal ein bisschen nach dahin. So, den Eingang. Ja. Okay, da haben wir jetzt diesen Crashlander, ja. Ich bin mal gespannt, was das Ding. Das mögen auf jeden Fall Erwachsene. Wir gucken mal. Vergessen dürfen wir auf jeden Fall nicht. Ah, diesen Wartungszustand, guck mal. 41, 54%, 52%. Wir müssen schon mal anfangen, glaube ich. Oh ja. Personal einzustellen. Wir brauchen auf jeden Fall Personal. Und zwar hier so Wartungspersonal. Shop instand halten. Fahrgeschäft instand halten. Achterbahn. Ja, das auf jeden Fall. Den Bobby Hall. Da ist er. Wo ist er denn? Da ist er. Den können wir... ja, erstmal holen wir uns nur einen, ne? Der repariert uns alles. Gucken wir mal. Wo ist der Kerl denn? Ach, da ist er. Da ist er, guck mal. Alle grinsen hier, alle gute Laune hier. Schön. Alle gut gelaunt. Sind die auch noch gut gelaunt hier? Die von... Ja, die sind auch alle gut gelaunt. Schön. So. Unterwegs zur Wartung von Piratenschiff. Guck mal, der fängt schon mal an zu warten. Ich denke mal, dass wir mehrere solcher Typen brauchen, oder? Und außerdem fängt das schon an, dass die den Park hier vermüllen. Hier liegt schon überall Müll rum. Cool wäre natürlich, wenn wir hier jetzt... wo haben wir das denn? Da. Schon mal ein paar Bänke hier hinstellen, ne? Und wir brauchen auf jeden Fall einen Mülleimer. Ah, diese Bank hier müssen wir ein bisschen nach hier hin machen.
so. Und die werden auch sofort genutzt. Und die Parkbenutzer, also die unsere Besucher, die mögen das eigentlich gar nicht, so weite Wege zu laufen. Die müssen sich immer öfter hinsetzen. So, ich würde sagen hier Drinks und Shops. Bubble Tea Shop. Softdrink Shop haben wir ja schon. Machen wir mal so einen Bubble Tea Shop. Der würde doch eigentlich prima hier hinpassen, oder? So haben wir das. Finde ich doch gut. Könnten wir denn da noch was bauen? Was haben wir denn noch? Achso, so ein Eisshop. Genau. Warum denn nicht? Würde der hierhin passen? Ich möchte mir die andere Seite eigentlich für Fahrgeschäfte frei halten. Mal gucken, ob der hier noch so hinpasst. Ja, der ist hart an der Grenze hier, ne? Hart an der Grenze. Aber es geht. Also Eis können wir jetzt auch kaufen. Okay. Hier ist der Weg eigentlich auch zu lang. Hier müssen wir eigentlich normalerweise auch so ein paar Bänke hinstellen, oder? Machen wir mal. Bänke sind echt, echt wichtig hier. Hier passt auch wunderbar eine Bank hin. Mit einem Mülleimer. So, ah, guck mal, die wird schon benutzt. Was ist hier los? Worauf warten die? Als nächster Besuch, was? Unterwegs? Warum bleiben die stehen hier? Was qualmt denn hier so? Hat der jetzt gerade was gequalmt? Nee. Hier gibt es auf jeden Fall einen Stau. Hier sitzen die Leute. Ah, okay. Schön. Machen wir denn mittlerweile Geld? Finanzen? Reguläre Einkommen? Ah, okay. Was zählt denn unter Ausgaben alles? Die Anschaffungskosten wahrscheinlich? Fahrgeschäfte kosten? Krasser Krake. Ah, okay, okay. Ja, ja. Besitze eine impossifiziertes was? Fahrgeschäft. Ach so. Genau, das ist das hier, diese Begeisterung. Ja. Besucher, die Attraktion nutzen, generieren halt Begeisterung. Genau. Begeisterung wird zur Erschaffung von Impossifications, was verwendet? Okay. Generiere mehr Begeisterung durch Attraktionen mit hoher Begeisterung. Euphorie wird von Rettungskräften behandelt. Attraktionen mit hohen Vorlieben, mehr Attraktion. Wir können quasi... Wir haben jetzt, ich muss immer noch zurückgehen, wir haben gerade 4, ne? 4 zur Auswahl. Wir können quasi, ja, wie soll ich das beschreiben? Dass wir halt ein Fahrgeschäft oder ein Shop. Oh, okay. Also wenn wir jetzt sagen, wir hauen so ein Dingen hier auf diesen Softdrink-Shop hier drauf. Wird erstmal die Instandhaltung erhöht, ja, auf 180. Schaltet die folgenden Fruchtdrink mit allen. Ah, okay, hier gibt es dann Fruchtdrinks oder was? Mehr Spaß. Der Spaßzuwachs ist vorübergehend um 1,05 erhöht. Wir können quasi das Ding einmal boosten. Ja. Was ist das hier? Wie geil ist das denn? Fun Fact! Eine durchschnittliche Limo-Dose enthält über 60 Gramm Zucker. Aber nicht bei uns. Unsere Limo enthält viel mehr. Okay. Ah, wir sollen das auch noch ausmalen. Wow. Ja, das gibt jetzt erstmal so einen Boost, ne? Ist ganz wichtig, so ein Ding zu haben.
Softdrink-Shop, genau. Das, der verbindet sich halt mit denen quasi. Ja, cool. Oh, weia. Was sind das denn für Dinger da oben drauf? Sehen irgendwie aus wie so Minions oder so. Oh, hi. Das ist ja geil. Richtig cool. So. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was unsere Besucher so an Beschwerden haben. Wir haben früher nach Hause gegangen, weil wir nicht interessante Attraktionen. Wir konnten am Ende nicht eine Attraktion nutzen. In manchen Teilen des Parks ist es schwer, eine Bank zu finden. Ey, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also da. Ja, hier kloppen sich die Besucher auch um Bänke, ne? Oh, was passiert hier? Leute, das Ding muss repariert werden. Es blitzt schon hier. Das ist kein Effekt hier, ne? Das Ding geht gleich kaputt hier. Wartungszustand ist bei 89%. Das wurde repariert, ne? Wir gucken mal, wo unser Personal ist. Wir pausieren mal. Personal. Der Bobby. Wo ist er? Unterwegs zur Wartung von Piratenschiff. Er sollte aber eigentlich hier hingehen, oder? Normalerweise sollte er mal zu diesem Pendel hier gehen. Aber, wie schon gesagt, tja. Also hier rechts gibt es auch nochmal Benachrichtigungen, ne? Hier jetzt zum Beispiel, strahlendes Pendel wurde schon länger nicht mehr gewartet. Das konnte zu Störungen führen. Genau da stehen wir gerade, ne? Also wir holen uns nochmal so ein Wartungspersonal. Die Gloria. Ah, da. Nein, jetzt wollte ich kurz gucken, was Gloria eigentlich jetzt vorhat. Auf dem Weg zum Park. Achso, ja. Wir können natürlich auch sagen, dass die nur Fahrgeschäfte instand halten soll oder nur Shops instand halten soll. Aber erstmal sind wir, naja, nicht so viel. Wir können das Gehalt auch erhöhen oder niedriger machen, okay. Aber momentan sieht das echt nicht gut aus, ne? Foodshops machen Minus, Toiletten Minus, Geldunterwarten Minus, Personalgehalt. Unterwegs zu... okay, es wird hier... Das wird repariert jetzt. Okay. Wir können natürlich auch sagen, da, wo die Warteschlangen sehr hoch sind, können wir natürlich auch die Eintrittspreise erhöhen, ne? Weil es ist... Ticketpreis ist nur bei 5 Euro... Ich kann natürlich sagen, dass es mal bei, also nicht, bei 5,50. Mal gucken, was dann passiert, wenn es 5,50 kostet hier. Gut, jetzt haben wir das gebaut. Wir haben immer noch nicht alle Fahrgeschäfte gebaut, ne? Jetzt wollten wir doch noch eigentlich noch diese Robo-Schlacht bauen. Die hätte ich eigentlich gerne schon hier neben. Jetzt gucken wir mal, dass wir das so gedreht kriegen, wie ich das eigentlich wollte. Tja, würde eigentlich erstmal nur hier hinpassen. Machen wir das so. Weil da möchte ich... Wo wollen wir denn den Weg weiterbauen? Das ist, eine schwierige Frage. Wir bauen das jetzt mal dahin. Und diesen Wartungsbereich ziehen wir dahin. So. Familie und Teenager haben von der neuen Attraktion Roboschlacht gehört und treffen bald am Park ein. Schön. Was man natürlich auch machen kann, ist hier, es ist gerade so schön dunkel, wir können auch mal mitfahren hier mit so einem Fahrgeschäft. Ne? Wie ist das da? Also Mitfahrkamera gibt es hier auch. Boah, ja. Die schreien mir aber zu laut hier.
Nein, das sind... Geil. Richtig krass, das Ding geht über Kopf, das sehe ich ja jetzt erst. Nee. Da kriege ich Angst bei hier. Okay, also hier gehen schon die ersten Leute rein. Wird das jetzt hier gerade repariert oder nicht? Wartungszustand 88%, 87%. Ach, das wurde schon gerade. Nee, hier, das hier war das doch. Wo ist denn der Reparateur hier? 47%. Wartungs... 49%. Ah, es steigt. Es steigt. Also die Fahrgeschäfte können weiterlaufen, ja, und werden dabei repariert. Das ist eigentlich ganz wichtig. Wir machen auch gerade Plusgeschäfte. Das finde ich auch gut. Aber was wir brauchen, sind mehr Mülleimer hier vorne. Und ich denke mal, dass wir auch bald eine Reinigungskraft jetzt auch brauchen. Da kommen wir nicht drum rum, oder? Wir brauchen hier erstmal Bänke. Wir brauchen mehr Bänke. Wir stellen hier mal wieder 1, 2 hin. So, in der Mitte kommt ein Mülleimer. Wo sind wir denn mit der Kamera hier? Oh, war ja, guck mal. Wird echt gut genutzt hier, ne? Dann bauen wir noch eine Bank hin. So. Sauberkeitswertung liegt jetzt schon bei 81. Ja, Leute, dann machen wir das mal so, dass wir uns zweimal Reinigungskräfte holen. Nach Energie sortieren. Ach so. Es ist ja auch so, dass sie irgendwann mal müde werden, ne? Beim Erfüllen von Aufgaben wird Energie verbraucht. Natürlich. Personal mit niedriger Energie arbeiten weniger effizient. Baue Personalräume, in denen sich dein Personal ausruhen kann. Genau. Personalräume brauchen wir. Wo planen wir denn mal einen Personalraum? Tja, normalerweise muss man den in der hintersten Ecke bauen, ne? Aber normalerweise müsste so ein Personalraum schon irgendwo ein bisschen zentral sein, vom Park her. Weil die müssen ja auch dahin laufen, ne, zu diesem Personalraum. Wir gucken uns mal an, wie dieser Personalraum aussieht. Da. Ne, das ist eine Toilette. Personalräume, da. Ah, der ist echt schon groß, ne? Da siehst du es. Mehr Besucher. Sehr gut. Natürlich platzen wir noch nicht aus allen Nähten, aber das kann ja noch werden. Ja, das kann noch werden, genau. Ich möchte eigentlich, dass ein Weg jetzt nachher nach da oben geht. Aber wir... Leute, was sollten wir... Wir müssen halt einen Personalraum haben, ne? Ich persönlich würde es gar nicht schlimm finden, wenn der halt hier vorne ist. So ist der noch halt zentral. Okay. Anpassung. Achso, wir können den auch farblich anpassen. Wollen wir aber nicht. Wir lassen den mal so. Mal so sieht ein... Warum blitzt das so? Ist der kaputt? Ne, der ist glaube ich so, ne? Ja, okay. Also Personalraum kostet uns auch anscheinend keine Instandhaltungskosten und so weiter. Okay. So. Die Verwendung ist hier. Zeigt die aktuelle Nutzung dieser Attraktion an, ja. Unausgelastet. Wieso ist das hier unausgelastet? Ist doch eigentlich immer voll, das Ding hier, oder nicht? Da müsste das hier ein bisschen anders aussehen, ne? Das hier sind wir auf Maximum hier. Ich glaube, hier werden wir nochmal die Eintrittspreise auf 6 Euro machen. Und wir werden das beobachten, ob sich da irgendwie wer beschwert, ob das zu teuer ist oder so, ne? So, Bänke und so weiter.
nicht schlecht aus. 72% Sauberkeitswertung. 71. Das müssen wir auch beobachten, ob das besser wird. Wir nehmen gerade aktuell Geld ein, haben aber natürlich auch noch nicht so viel. 1647, das ist echt nicht viel. Wir können noch ein Fahrgeschäft, glaube ich, bauen. Ne? Wir haben jetzt das haben wir gebaut, Oboschlacht haben wir gebaut. Und nee, mehr konnten wir gar nicht bauen. Nö, mehr konnten wir gar nicht. Was konnten wir denn noch bauen? Eisshop hatten wir gebaut. Das hatten wir gebaut. Das hatten wir gebaut. Ah genau, kleiner Geldautomat. Hatten wir auch noch, okay. Nee, ansonsten hatten wir das schon alles gebaut, ne? Stimmt. Gut, was wir natürlich bauen können, das zeige ich nochmal. Aber ich zeige es erstmal nur. Wir können... Da gibt es jetzt drei Arten quasi von Achterbahnen erstmal. Ne? Da gibt es diese Standard-Achterbahn, da gibt es eine breite Achterbahn, wo baue eine breite Achterbahn. Solche Achterbahnen haben breitere Wagen und bieten Platz für mehr Besucher, aber dafür sind die allerdings weniger dafür zahlen. Genau. Das ist eine wilde Maus. Das ist eine Art von Achterbahn, die für ihre nicht überhöhten Kurven bekannt ist, bei denen es die Passagiere zur Seite drückt. Also das ist eher so ein Kinderdingen. Ne? Wenn wir jetzt mal sagen, dass wir uns eine Standardachterbahn bauen sollten, können wir uns selber eine bauen. Ja? Wir haben aber aktuell so wenig Platz hier, was wir natürlich auch machen können, sind so Fertigbauten. Ne? Hier haben wir erstmal drei zur Auswahl. Das Ding kostet hier 2387. Sieht auch ganz cool aus, ne? Es gibt aber auch hier noch einen Doppel-Solo. Ist schon ein bisschen kleiner. Und es gibt hier noch so einen Super-Looper. Teenager fahren da total drauf ab. Das mögen Familien eher. Und das eher Erwachsene. Also für jeden ist hier was dabei. Das Ding ist natürlich ultra lang hier. Cool, man kann das auch hier hinbauen. Okay. Also irgendwie hätte ich schon diesen Highway. Das Ding hier. Boah, das ist doch mega hier, oder? Geil. Können wir das hier irgendwie hinbauen? Ich meine, wir haben eh nicht das Geld dafür, aber würde er theoretisch hier hinpassen? Nein. Leider nicht. Okay, leider nicht. Aber es wäre ja schon mal... Guck mal hier, so ein einfaches Ding für 1492. Könnten wir bauen, aber dann sind wir pleite. Und das wollen wir ja nicht, ne? Okay. Also Achterbahn, ne? Dass ihr das mal gesehen habt. Wir können natürlich sagen, dass wir uns auch komplett eine eigene bauen. Aber dafür haben wir erstmal irgendwie so ein bisschen wenig Platz. Was wollte ich? Ich wollte gerade irgendwas, wollte ich noch. Parkverwaltung. Nee, das wollte ich nicht. Naja, ach ja, genau, das ist Laborgeschichte. Das dauert ja noch. Nächste Stufe schaltet frei. Wenn wir eine Parkattraktivität von, 150 haben. 72 haben wir oder was? Okay. Spaß 108. Sauberkeit. Ja, wir müssen unsere Sauberkeit unbedingt nach oben kriegen, ne? Sonst können wir da nichts freischalten hier. Okay. Hier gibt es nochmal diese Grundstückserweiterung, dass ich das auch mal vielleicht gezeigt habe. Das ist ja unseres hier, das Weiße, ne? Und alles andere könnten wir quasi kaufen. Das rot markierte ist jetzt so... Weil wir nicht genug Bargeld haben, ne? Das Grüne können wir uns gerade preislich leisten. Ich hätte ja schon gerne das Grundstück, aber es kostet 3000. Das hier vorne kostet nur 500, okay. Auch gut. Achso, diese kleine Insel hier kostet uns 500. Ah, okay. Gut. Naja, Leute. Noch sieht alles gut aus. Wir nehmen Geld ein. Aber wir müssen echt gucken, dass wir diese Sauberkeitswertung nach oben kriegen.
Ja. Vielleicht mehr Personal einstellen. Aber ich habe Angst, dass die uns die Haare vom Kopf fressen, ne? Die Mitarbeiter. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne den Daumen nach oben da lassen. Das würde mich freuen. Und diesen Kanal auf jeden Fall unterstützen. Auch gerne ein Abo da lassen. Würde auch den Kanal unterstützen und mich freuen. Gesund bleiben und so. Wir sehen uns. Bis dahin. Bye, bye.